Hallo, ihr Quirlinge! Arik und seine Gefährten sind immer noch in Burg Lahorstam, die Tiefen. Und leider ist mir ein rollenspielerisches und spielmechanisches oder Gameplay-Malheur passiert. Und zwar ein richtig übles. Denn ich habe in der letzten Aufnahmesession dann weitergespielt. Bin dann hochgelaufen, habe mir das da oben angeschaut. Habe nicht herausgefunden, wie man diese komische Lady da befreien kann. Habe stattdessen unten an der Blume weitergemacht, die wir schon gesehen hatten. Und wie befürchtet, ist das ein Point of No Return. Hat er dann den Point of No Return überschritten und dann auch weitergespielt, weil ich immer noch dachte und nicht wusste, dass es ein Point of No Return ist. Und erst ganz am Ende, als ich das ELC komplett durch hatte, das sind jetzt von hier aus gesehen vielleicht noch 2, 3 Episoden, habe ich festgestellt, dass ich irgendwie die Hälfte nicht gefunden habe. Und dann hatte ich überlegt, wie ich das jetzt löse. Und ich habe mich dazu entschlossen, von hier, von der Stelle, bevor der Point of No Return überschritten wird, weiterzuspielen. Das bedeutet, dass ich von dem, was jetzt so noch kommt, bis zum Rest des DLCs, quasi 70-80% bereits kenne. Ich kenne nur den Teil mit der Befreiung von dieser Lady da nicht. Ist halt ein bisschen doof, aber ich glaube, für das Nachvollziehen des Let's Plays und wenn man das hier anguckt und vieles sehen will, ist es das Beste, die bessere Lösung. Also, nur, dass ihr Bescheid wisst. Es hat auch den Vorteil, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel in Kämpfen sterben sollte, weil ich ungefähr weiß, was passiert. Wenn ich mich daran erinnere. Ja, hier, nächster Turm. Nächste Ebene. Das sind irgendwie Feendrachen, die wegflattern. Ist auch komisch. Burg Lahorstam, die Tiefen. Was haben wir denn da? Eine Truhe mit Krempel. Gemeinschaftlicher Schutz vor Feuer, kalter Hauch, Rindenhaut. So, hier hatten meine Helden da nichts gefunden, außer der Falle, richtig? Aber die hatten einen Schwierigkeitsgrad von 0 beim Entschärfen. Hatte ich mich gewundert. Liebes, hast du gerade die 1 gewürfelt? Du sollst sowas nicht machen. Ich verbiete das. Ja, und hier oben war dann die Wurzel allen Übels. Ja. Ich jag sie jetzt gleich. Also. Forwards. Forwards. Was? Achso, das sind diese Gargülen hier, richtig. Die waren gar nicht so schwer. Stopp. Wie machen wir die? Ich hätte gerne einmal das da und einen Segen. My plans always come to fruition. Ach du. Und das da? Jupp, und dann kannst du vielleicht sogar, das schaltest du dir bitte an. Und du schaltest dir das auch an. Zieh dir das mal dahin. Und Geifercheck-Alarm. Jawohl, ist das gefunden worden. Schwierigkeitsgrad 20. Gucken wir uns später an. So. Ganz viele Gargülen. Attacke hier. Attacke da. Und Elke. Attacke dort. Elke hat schon 2 kaputt. Ach, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Wir haben ein bisschen Krempel dabei. Und dann der Geheimverstecker-Alarm, der hier. Da findet man was. Döschen hier in der Mauer. Was man auch noch knacken muss. Aha, da findet man einen Stab mittelschwere Wunden heilen. Bisschen Diamantstaub dabei. Und hier oben. Krempel. Gemeinschaftlicher Schutz vor Kälte und mächtige Unsichtbarkeit. So, und dann ist hier ein Teleporter. Was ist das da? Von dem magischen Kreis gehen unsichtbare Wellen einer pulsierenden Energie aus. Mhm, und da ist dann... Der Teleportationskreis scheint zu schlummern. In seinem Zentrum ist eine grobe Vertiefung. Genau, das hatte ich gefunden. Und dann hatte mich das Spiel so total eingelullt, dass ich nichts mehr gesehen habe. Und habe hier oben nichts machen können. Bin runtergegangen, bin zur Blume gegangen, habe Cephalorentus sein Zeug machen lassen und das war genau falsch. Denn was man hier sehen könnte, wenn man nicht so blind wäre wie ich... Und das zu recherchieren im Internet war ziemlich schwierig, weil kein Mensch außer mir diesen Fehler gemacht hat, offensichtlich.
Wir haben jetzt hier zwei Ebenen überwunden in diesem Turm. Unten, ganz unten, zwei Ebenen tiefer, wo die ganzen bissigen Schachteln waren. Und dann eins höher, wo diese Feendrachen weggeflattert waren. Und dann hier. Und ich dachte, gut, das ist halt so ein Turm. Der hat halt mehrere Ebenen und die sind alle gleich. Und bin wieder runtergelaufen. Aber, wie man auf der Karte sehen kann, diese Karte sieht hier anders aus. Man kann hier einfach runterlaufen. Das habe ich nicht gesehen. Scheiße. Oh, das ist jetzt neu. Das kenne ich nicht. Weil ich das nicht gesehen habe. Und das ist natürlich ein großer Rollenspielfehler, weil wenn ich es nicht sehe, ist es schlimm genug. Aber die Helden hätten es natürlich gesehen, weil die ganz anderen Blickwinkel haben. Insofern ist es schon richtig, das normal zu spielen. Hi! Schyka, die vielen, was? Was für eine unmögliche Begegnung. Ihr seid weit gegangen, um uns hier und jetzt zu treffen. Ja? Und? Aber wie können wir euch belohnen? Sollen wir euch ein Geheimnis verraten? Einige eurer Gefährten werden das Ende dieser Festung niemals erreichen. Toll. Super. Und nun, lebt wohl. Ich hasse diese Portaltypen. Oh, hier ist was. Die schönen, aber unheimlichen Pflanzen sind offensichtlich nicht von dieser Welt. Oh, hier brennt's. Was ist denn das? Ah, das ist mir das Portal. Bestimmt. Ein Edelstein der ungesehenen Wege, ein magischer Stein, erschaffen von der Zauberin, die einst über dieses Schloss herrschte. Es fühlt sich so an, als würden die Wände selbst mit der Energie mitschwingen, die darin pulsiert. Eingesammelt, da knistert's und das war ja klar. Wie Kloßbrühe, dass jetzt hier irgendjemand kommt und Stunk macht. Das habe ich zwar nicht gewusst, aber das war sowas von klar. Ein Luftelementar, scheiße. Wir brauchen ganz schnell einen... Habe ich das hier schon? Schutz vor Schall. Attacke. C-Fall, du stehst sehr günstig. Dahin. C-Fall! So, danke. Alle erstmal das da. Das sieht schlecht aus. Oh, es ist ein... Na gut, du stehst auch doof. Ja, die krieg ich da nie weg. Wenn ich dich jetzt wegziehe, kriegst du einen Gelegenheitsangriff und bist down. Und wenn ich nicht wegziehe, bist du eh gleich down. Ja, tschüss. Tschüss. Leg dich hin. Wer greift den C-Fall an? Wer ist es denn? Es kann dich gar keiner angreifen. Du bist da hinten sicher wie in Abrahams Schoß. Oh Mann, das ist übel. Das werde ich nicht überleben. Ich habe auch gerade so gar keine Idee, wie ich das besser machen soll. Ich hätte wegrennen können. Das wäre vielleicht die Lösung gewesen. Scheiße. Tja. C-Fall. Verkauf dich teuer. Und ein Todesopfer. Super. Läuft ja richtig gut hier. Mann, seid ihr übles Viehzeug! Ja, hau den halt um! Ich hasse dieses Spiel! Nein, ich hasse das Spiel natürlich nicht, aber es kann einen schon immer wieder vor Gegnergruppen stellen, dass man ins Gras beißt. Und wenn es das Feengras ist. Tja, was mache ich denn jetzt? Keine Idee. Ich glaube, wir müssen irgendwie anders kämpfen.
sollen auch diese Scheißdinger da oben entstehen. Wir nehmen den kleinen Flinken, der geht dann dahin. Der greift sich das Ding hier. Und geht einfach weg. Halt, du sollst weggehen, du Honk! Nicht zu glauben. Geht da weg! Das haben wir alles schon schneller gesehen, Helden. Also. Schutz vor Schall. Segen. Ne, haben wir schon. Stopp. Gebet von mir aus. Das da. Elke. Angriff. Arik, Angriff. Rabauke, Angriff. So, Schutz vor Schall haben wir. Jawohl. Ich muss die wirklich umhauen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Warte mal, du hast doch so einen schönen neuen Feuerball-Zauberstab. Baller doch da mal rein. Das nutzt zwar nichts gegen die Feuerelemente, aber vielleicht gegen die anderen so ein bisschen. C-Fall, C-Fall. Ja, ein bisschen hat es was gebracht, aber nicht viel. Nochmal. So. Viel bringt das nicht. Kommt ihr überhaupt nicht voran? Doch, eins ist down, oder? Eins ist down, tatsächlich. Alle greifen jetzt das da an. Ja, sollen wir. C-Fall, du machst Wirbelwind Reflexrettung. Ach, du bist auch eine Wirbelwind drin. Ach, ist ja schön zu wissen. Du machst, was machst du denn? Nochmal so ein Ding. Dahin. So, die sind erstmal weg, das ist schön. Dann sind die Wasserelementare ein bisschen angekratzt. Weswegen alle, die nicht Cepha Laurentus heißen. Wie geht denn das? So. Da angreifen. Gecko, wenn du heilst. Ja, heil mal. Das hilft nicht viel. Moment. Wir haben doch Heilspruchrollen, richtig? Heilung. Attacke hier. Mach den da. Gut. Ein Wasser ist weg, richtig? Sieht so aus, auch wenn ich es hier gerade nicht sehe. Riesiges Wasserelementar stirbt. Okay, dann das nächste bitte. Das ist das da. Ist auch schon fast weg. C-Fall macht das. Nein. Weg da. Mach das hier nochmal. Auch weg. Gut. Alle auf das da, außer Elke, die tankt das da. Und ihr habt hier irgendwie das am Finger und du hast das am Finger. Und Freiburg aus Mund haben wir noch, gut. Was ist denn los? C-Fall. Schaden machen. Weg, gut. Alle dahin. Alle dahin. Hat er kein Hirn an, oder was? Den Robo und haben Fragezeichen über dem Kopf.
Zwei Helden sind down. I shall not falter. Aber die Gegner auch alle. Wow, was für ein übles Viehzeug. So. Sammelt euch. Hier und jetzt. Ask away. Gut. Ach, diese rot verschmierten Porträts. Es geht mir auf die Nüsse, aber es, ich kann es auch nicht ändern. Jetzt haben wir hier so ein Ding gefunden. Das kann man bestimmt hier einsetzen, richtig? Ja, können wir. Dann ist der Teleporter aktiv. Okay. Ist hier unten jetzt noch irgendwas gewesen? Ja, nochmal spicken. Nicht, dass ich noch irgendwas übersehen habe. Ah, da, guck mal. Ein Ränzlein mit Zauberspinnen. Ja. Da habe ich jetzt wirklich alles gesehen. Jetzt können wir da durch den Teleporter tanzen. Haben wir hier eigentlich immer noch diesen Debuff? Ja, Astrale Barriere ist hier immer noch da. Gut. Dann gehen wir durch den Teleporter. Ich weiß nicht, wo der hinführt. Das ist neu. Der führt. Der führt, ach, dahin. Burg Lahostam, obere Bereiche. Schön zu wissen. Jawohl. So, was haben wir da? Genau, das war das mit dem Riss. Da kommt das also her. Wir kommen dahin. Oder dadurch kommen wir. Das ist uninteressant. Das da. Ah! Toll, dass du da jetzt stehst, C-Fall. Geh weg. Der soll sich mit irgendwem anlegen, der ein Geweih trägt. Ja, Klappe zu. Nachahmen tot. Ach. Geheimversteck-Alarm. Man kommt ja doch zurück in alle Bereiche. Interessant. Wahrnehmungshof 20. Genau. Da, Geheimtür. Kann man aber nur von der Seite aus aufmachen. Sehr interessant. Und die Kiste hier unten? Ah, Gold und Krempel. Alles einsammeln. Tricksworth war das sogar noch. 30. Schwein gehabt. Okay, dann kann ich jetzt hier zurück. Da könnte ich irgendwo anders landen und ich kann dadurch speichern. Was nun? Das liegt hier alles rum. Das stimmt. Wir gehen hier mal zurück. Man würde erwarten, man landet wieder oben in dem Turm, da wo wir hergekommen sind. Aber das muss nicht so sein. Wahrscheinlich ist es hier in der Burg überhaupt nicht so. Es ist niemals so. Doch, diesmal ist es so. Okay, gut. Dann haben wir noch das andere. Zurück. Dadurch. Oh. Ganz was Neues. Ach, da ist die Lady, oder? Marcida Vitari, da ist sie. Das ist ihr Reich. Aber Vorsicht, die hat hier eine sehr hohe Macht angeblich. Marcida Vitari. Marcida stürzt mit Tränen in den Augen auf dich zu und sieht genauso aus wie in ihrer Projektion. Netis sei Dank. Endlich frei. Frei. Also dann, sie deutet mit einer einladenden Geste auf die Bücherregale und reicht Cepha die Hand. Wir hatten eine Abmachung. All das gehört euch im Tausch für meine Freiheit.
und Zephal betrachtet gierig die alten Folianten, greift danach und hält dann plötzlich inne. Er zieht rasch seine Hand zurück und wendet sich dir zu. Moment mal! Wir haben unseren Teil der Vereinbarung eingehalten, nicht wahr? Was gibt es da noch zu diskutieren? Ihr seid frei, also geht! Er macht eine einladende Geste Richtung Portal. Die Miene der Zauberin zeigt rasch hintereinander verschiedene Gefühle. Enttäuschung, Ablehnung, Verzweiflung, Wut und schließlich Panik. Sie antwortet nicht. Lass mich raten, wir müssen ihren Platz einnehmen wahrscheinlich. Und das geht, indem wir hier irgendwas machen. Und Zephal, ihr könnt nicht gehen, richtig? Ihr braucht noch etwas von uns. Etwas außer dem offenen Portal. Und Marcida, woher? Woher wisst ihr das? Und Zephal, ihr mögt eine herausragende Zauberin sein, aber euer Verhandlungsgeschick lässt zu wünschen übrig. Ihr habt zwar geäußert, dass ihr verflucht wärt, aber dennoch. Habt ihr alles zu eilig zugesagt, zu bereitwillig. Kein Magier würde sich so anstandslos von seiner Bibliothek trennen. Was für ein Fluch liegt auf euch? Und Marcida, er hat es einmal mit einem Gedicht gesagt. Die ungelebten Jahre wiegen schwer auf des Herrschers Haupt. Es war ein langes Gedicht. Ich kann mir den Feenunsinn nie merken, aber diese Zeile empfand ich als wahrhaftig. Mein Fluch lautet wie folgt. Solange ich hier bleibe, altere ich nicht. Doch draußen kehren alle meine vergangenen Jahrhunderte binnen eines Augenblicks zurück. Ich zerfalle zu Staub. Außer jemand nimmt meinen Platz ein und erklärt sich einverstanden, der neue Meister und Gefangene dieser winzigen Welt zu werden. In diesem Fall geht die gesamte Bürde meiner Jahre auf ihn über. Ihr könnt mir diese kleine List nicht verübeln. Ich will doch nur leben. Ich darf nicht sterben. Ich bin eine große Zauberin. Wenn ich vergehe, verliert die Welt meinen Intellekt. Jetzt seid doch nicht so geizig. Ihr habt so viele Soldaten und einer sieht dümmer aus als der andere. Befehlt dem Nutzlosesten unter ihnen, meinen Platz einzunehmen. Lasst mein Genie nicht sterben. Wie hatte sie dann jetzt eigentlich angenommen, dass wenn sie uns das nicht erzählt, jemand ihren Platz einnimmt? Das ist ja nicht, dass man irgendwas angrabbeln muss und dann passiert's halt, sondern es ist so, dass man sich da bereit erklären muss. Elke, willst du gerne bleiben? Nee, dich brauche ich noch. Diplomatie 18, Schwierigkeitsgrad 26, das gibt eine gute Chance. Arik würde als General niemanden aus seiner Truppe opfern für solchen Firlefanz. Wer weiß, was sie noch alles verschwiegen hat. Das würde Arik als General definitiv nicht machen. Es sei denn, jemand würde sich freiwillig melden. Tut aber keiner. Da er aber auch keinen Sinn daran sieht, sie anzugreifen, wenn es nicht notwendig ist. Diplomatie 26. Ihr habt selbst gesagt, der Tod sei besser, als ewig hier dahin zu vegetieren. Mehr können wir euch nicht anbieten. Und erfolgreich. Die Zauberin blickt zu Boden. Nach einer langen Pause nickt sie schließlich. Also schön. Na schön, so sei es. Wenigstens findet dann mein Leid endlich ein Ende. Ohne aufzublicken, geht Marcida auf das Portal zu, bleibt aber einige Schritte davor stehen. Rächt mich wenigstens. Ihr könnt den gehörnten Jäger nicht überwinden. Wenn er erscheint, müsst ihr umgehend fliehen. Aber die wandernden Lichter, die mich malträtiert haben, diese Markise, sie werden euch nicht gehen lassen. Wenn ihr sie bekämpft, gebt ihnen einige Stärke von Marcida Vitari. Und nun lebt wohl. Damit ist die Quest die gefangene Zauberin abgeschlossen. Hurra! Hurra! Jetzt können wir hier noch durchstöbern. Ja, das ist schön. Fläschchen, was hat die eigentlich gegessen? Wo war die Strullen? Oh. Ah. Okay, gleich. Noch mehr, was ist das hier? Schwere Wunden verursachen. Aha. Ein Handbuch der förderlichen Ertüchtigung plus 2. Dieser dicke Foliant enthält Übungsbeschreibungen und Ernährungsvorschläge, aber mit den Worten ist ein mächtiger magischer Effekt verwoben. Wer das Buch liest, erhält einen permanenten angeborenen Bonus von plus 2 auf den Stärkewert. Nach dem Lesen weicht die Magie von den Seiten und der Foliant wird zu einem normalen Buch. Goldmünzen.
So, kein verstecker Alarm. Wir haben was gefunden. Da unten. Noch ein Buch. Verlernte Erkenntnis plus 2. Das ist das gleiche, aber mit einem permanenten Bonus und plus 2 auf den Weisheitswert. Aha. Oh. Und nochmal Geheimversteck Alarm da. Schwierigkeitsgrad 27. Weit weg. Noch so ein Buch. Intelligenzwert. Tränke und schließlich noch so ein Buch für Charisma, noch so ein Buch für Konstitution. Toll. Würde ich alle gerne nach Gwirland schicken. Da könnte ich sie besser gebrauchen als hier. Ach, hier ist noch was. Und noch so ein Buch für Geschicklichkeit. Ja, für jedes Buch, für jedes, habe ich eins. So. War Jahrhunderte hier drin. Ich hatte nicht mal ein Bett zum Hinlegen. Ist ja fürchterlich. Okay, geht raus, liebe Helden. Was bist denn du für einer? Ach, das ist sie. Natürlich, sie ist ja tot umgefallen. Logisch. Schutzring plus 3, Amulett der sterbenden Weisheit und Stirnkraft der enormen Intelligenz plus 4. Stirnkraft der enormen Intelligenz. Schutzring plus 3. Das sollte der Main Tank tragen, wenn es geht. So. Intelligenz plus 4, das hast du ja schon. Richtig. Ein anderer kann mit Intelligenz so viel jetzt gar nicht anfangen. Resistenzermangel plus 1, das ist Müll. Was ist das hier? Amulett der sterbenden Weisheit. Der Träger spürt die ganze Last des Alters. Er erleidet einen unheiligen Manus von minus 3 auf Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution. Er hat aber gleichzeitig einen unheiligen Bonus von plus 2 für Intelligenz, Weisheit und Charisma. Na. Endlich verstehst du alles, was du gerne schon vor vielen Jahren erkannt hättest. Aber was nützt dir dieses Wissen nun, da es zu spät ist? Dieser Gegenstand hast du bei einer deiner Kunden entdeckt. Burg Larustan, obere Bereiche. Jawohl. Mhm. Tja. Ich habe keine Ahnung, ob ich den anlegen will. Ich glaube nicht. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt haben wir das Rätsel gelöst. Hier oben haben wir alles gesehen. Und jetzt gäbe es nur noch unten weitere Bereiche, die noch nicht erkundet sind. Aber da weiß ich ja jetzt durch meine Havarie, wie das geht. Das heißt, alle Helden krabbeln mal hier durch. Das könnt ihr alles liegen lassen gehen. Und dann sind wir hier, genau. Und hier geht es jetzt nur weiter, indem wir an der Blume rumfummeln. Das heißt, ihr müsstet irgendwie... Was sind wir da eigentlich? Ach da, genau, richtig. Ihr müsst jetzt hier irgendwie durch. Und da an diese Stelle, wo man mit der Athletikprobe runter kann. Also hier irgendwo hin. Und hüpf! Ach, nicht so wörtlich nehmen, bitte. Ich habe kein Getuddel mehr, schade. Dann geht jetzt mal zu diesem Blümchen. Im Turm waren wir schon, richtig? Damit geht es jetzt weiter, richtig, hier. Da sind sie, die Helden. Und Cephal kann hier anfangen, an dem Blümchen herumzufummeln. Und was dann passiert, sehen wir gemeinsam ab dem nächsten Teil. Bis dahin.